Falalalalalalala. Fröhliche Weihnachten, ihr kleinen Stinker. Bald ist soweit. Und heute machen wir ein letztes Mal Reaction für dieses Jahr. 2023 war das Jahr der Reactions. Und wir beenden das Jahr der Reactions mit einem Reaction-Video. Und keine Ahnung, ich tippe heute einfach mal völlig blind ein, wo wir hingehen. Warte mal. www. Punkt. Und jetzt einfach drei Buchstaben. WDR.de. www.wdr.de. Okay. Schon mal gute Website. Bisschen viel Text. Was haben wir hier? Da. Kochen mit Martina und Moritz. Offensichtlich selber Friseur und selber Optiker. Und selbe Make-up-Artistin. Und auch selbe hormonelle Grundeinstellung bei beiden. Spitze. Also, wir gucken unser Weihnachtsmenü festlich, köstlich, schmöstlich und schnell zubereitet. Da bin ich mal gespannt. Und ab. Burrata mit geschmortem Chicorée. Lauchrisotto mit Garnelen. Knusprige Entenbrust mit gebratenem Rosenkohl. Und zum Schluss natürlich noch was Süßes, nämlich eine Crème Brûlée. Das wird dieses Jahr unser Weihnachtsmenü sein. Also unser ganz persönliches. Und wir denken, das interessiert Sie auch. Es sind lauter Martina, Gerichte, moin. Moment mal. Bernd Moritz Neuner Duttenhofer. Bernd Moritz heißt gar nicht Moritz, sondern Bernd. Wenn ich Bernd heißen würde, würde ich mich im Fernsehen auch Moritz nennen. Also, ich möchte im Fernsehen Moritz heißen, aber ich schreibe das alles komplett nochmal unten in die Bauchbinde rein. Also was jetzt, Bernd oder Moritz? Bernd Moritz. Bernd Moritz Neuner Dotenhofer. Ja, schauen Sie uns mal zu. Sind die zusammen eigentlich? Schauen jetzt mal zu. Dominosteine übrigens, mal ganz kurz, wo wir bei kulinarischen Sachen sind. Guck mal hier. Ist wie eine Lasagne. Schicht, verschiedene Schichten. Man kann anhand der Ringe in einem Dominostein ablesen, wie alt er ist. Dieser Dominostein ist 3 Jahre alt. Nächstes Jahr ist noch ein neuer Ring dann oben drauf. Neue Schicht. Gewusst wie. Gehen wir mal ganz kurz eben auf die Brille ein. Beziehungsweise die Brillen. Moritz und Martina gehen gemeinsam zu Fielmann. Und dann die so, bei Fielmann so, jetzt kommen die beiden wieder. Wir suchen denen jetzt Brillen aus, die sonst keiner mehr haben möchte, außer Kinderabteilung. Für große Kinder, wo die Sportbügel noch hinten abgeflext wurden. Ich habe hier den Chicorée, den wir für unsere Vorspeise brauchen. Und der ist schnell geputzt. Welke oder bisschen angegammelte äußere Blätter einfach abmachen. Guck mal, ich habe hier noch ein ganz schönes Köpfchen vom Radicchio gefunden. Ich habe ein bisschen Radicchio gefunden. Wo denn? In meiner Unterhose. Da ist noch ein Radicchio drin. Ich kann mir nichts Leckereres vorstellen als Radicchio und Chicorée. Da kann man dem Radicchio und dem Chicorée noch so eine kleine bunte Brille aufsetzen. Auch schön. Radicchio und Chicorée. Ich mag meinen Salat, wenn er so ein bisschen sehr bitter schmeckt. Richtig bitter, das ist für mich ein guter Salat. Wenn man so reinbeißt, als hätte man irgendwie einen Wal an den Eiern geleckt, Alter. Und nun heißt es ja immer, man soll dem Chicorée hier unten diesen Strunk rausschneiden, der sei bitter. Die Bitterkeit ist ja genau der Grund, warum man Chicorée liebt. Nein, die Bitterkeit ist der Grund, warum man Chicorée hasst, Martina. Let's agree to disagree or better not agree. Das Bittere ist ja eine ganz wichtige Komponente, die erstens mal gesund ist. Die sollen was machen, die für eine Gehirnwäsche. Chicorée und Radicchio raus aus Deutschland, meine Meinung. Nicht ausländerfeindlich gemeint. Geschmacklich für Vielfalt und Differenzierung sorgt. Vielfalt und Differenzierung. Diversity jetzt auch schon hier in der Küche oder was? Verdammten Vokis, ist ja viel zu alt, um Vogue zu sein. Mach mal bitte erst Öl in die Pfanne, weil wir wollen zunächst den Chicorée richtig scharf braten. Und dann werden wir die Temperatur senken und dann bei milderer Hitze. Wenn ich allein schon sehe, wie ich ihn schon sehe, den Chicorée in den Radicchio, so, kriegt Durchfall. Bitteren, bitteren Durchfall. So, während wir das braten, gibt es ein bisschen Salz dran. Und du kannst schon mal ein bisschen Pfeffer oben drauf tun. Und wir wollen. Ja, sie hat auf jeden Fall die Hosen an, der Küche. Er ist nur, er ist im Grunde genommen ihr Diener. Einen asiatischen Hauch. Und den verstreue ich jetzt hier auch. Und die Burrata
Burrata ist eine Art Mozzarella. Aber im Inneren, in dieser Kugel, in jeder Burrata-Kugel ist, in jeder siebten ist eine kleine Überraschung drin. In jedem siebten Burrata ist in der Mitte so ein kleiner Chicory. Und dazu gibt es einen Weißwein und der kommt aus der Südpfalz. Na klar. Weil das ist ein gehaltvoller Wein. Ich glaube, ohne Weiß und Rotwein, ohne Alkohol geht das überhaupt nicht bei Martina und Moritz. Als Hauptgericht servieren wir eine Entenbrust. Hauptgericht. Entenbrust. Bernd, holst du mir mal die Ente? Aber die ist doch gar nicht tot. Hol mir die Ente. Es gibt jetzt knusprige Entenbrust mit geröstetem Rosenkohl. Ich hoffe, du hast es vorher gewaschen. Der Teppichcutter ist ein Cutter. Eines Tages stehe ich ihn in die Halsschlagader, aber jetzt ritt ich nochmal eben die Entenbrüste damit ein. Aber Martina, sei dir nicht so sicher, ob du das nächste Weihnachtsessen hier überlebst. Ich habe außerdem noch die Stichsäge mitgebracht und mein Samurai-Schwert. Wofür ich das brauche, das verrate ich aber erst, wenn die Kameras aus sind. Naja, wozu so ein Werkzeug nicht alles gut ist. Als Beilage gibt es Rosenkohl. Die Röschen. Halt, bevor du die Beilage machst, bitte mach mir meine Gewürzmischung. Wie geil sie ihn rumkommandiert, ne? Aber bestimmt macht er die Buchhaltung oder die Sachen irgendwie, die sie dann nicht kann. Die ergänzen sich, glaube ich, vor und hinter der Kamera. Wie die wohl zueinander gefunden haben. Haben die sich auf dem Wochenmarkt getroffen? Beide gleiche Jack Wolfskin-Jacke, gleiche Frisur, gleiche Brille. Wir machen eine Kochsendung im WDR zusammen. Außerdem habe ich, wie oft laufen die? Einmal im Jahr? Das ist ein Eventmann. Die können Wetten, das übernehmen, meiner Meinung nach. Mega Fernsehduo, richtig gut. Ah, ja, sieht gut aus, die mit Tranchen und so. Zeig mal. Ich habe mir was Deutsches ausgesucht, und zwar ein Spätburgunder, könnte auch ein Lemberger sein. Lemberger würde ich jetzt aus Württemberg holen. Und es geht eigentlich ums Saufen. Eigentlich ist Martina und Moritz, wir kochen uns eine Entschuldigung fürs Saufen zusammen. Weil wenn man nur Alkohol in sich reinbechert, ohne Grund, ohne eine kleine Grundlage, dann ist das zu auffällig. Ich schwöre, beide sind privat Weißweinschaule-Typen. Beide. Und gegen den Durst gibt es natürlich Wasser. Ja. Ich finde, unser Weihnachtsessen kann sich sehen lassen. Guten Appetit. Ja. Danke. Da wird die Entenbrust aber Augen machen, wenn sie dann im Magen auf dieses bittere Bett aus Radicchio und Chicory fällt. Hat sich auch anders vorgestellt. Dessert. Natürlich, und jetzt kommt was ganz Exquisites, was noch nie einer gegessen hat. Nämlich eine Crème Brûlée. Würde ich allein schon deswegen nicht zubereiten, weil mir zu viel Accents über den Buchstaben sind. Crème brûlée, Crème brûlée, Crème brûlée. Man weiß nicht, wie es ausspricht, bis heute nicht. Gehört zu meinen Lieblingsdesserts. Kann ich dir dabei helfen? Ja, kannst du schon. Nein, kannst du nicht, Moritz. Natürlich kannst du dabei helfen. Hol mal, fahr mal nach Frankreich und hol einen Löffel Brûlée. Das ist kinderleicht. Das tun wir dann in die Creme rein und das Ganze angezündet und schön abgelöscht mit einem Spätburgunder, gar nicht auf der Crème Brûlée drauf, das machen wir einfach in uns rein, das wird in unserem Magen abgelöscht. Jetzt kommt's, Alter, jetzt kommt. Und ich hätte gewettet, natürlich nimmt Bernd den Bunsenbrenner. Schön mit Feuer ran, Alter, wie beim Rammstein-Konzert. Bernd, Alter, mit dem Feuer, nicht schlecht. Er hat meinen Respekt wieder. Er hat sich rumschubsen lassen die ganze Sendung über, aber am Ende darf er den Bunsen mit Flammenwerfer, das schöne alte deutsche Tradition, mit dem Flammenwerfer über die Crème Brûlée rüber, wie sich das gehört. Kruste. Ein Dessert Weihnachten würdig. Ich möchte es nur mal zeigen. Ja, wenn man jetzt, würde ich auch sagen. Klopft. Ja, so muss es sein. Ist das ganz fest. Knack, Vorsicht, nicht einbrechen. Darf ich dir das einfach mal anreichen? Und dann rein in den Riesling, so einen Löffel. So einen schönen Löffel in den Riesling. Oder hier, Martina. Darf ich dir, wenn es ein bisschen nach Bittermandel schmeckt, dann kann es daran liegen, dass ich Arsen reingetan habe. Das war dein letztes Weihnachtsmenü. Aber ist es nicht toll? Lecker. Wir wünschen Ihnen dann dazu guten Appetit. Und ein schönes Fest. Danke. Bis dann also. Danke. Tschüss. Tschüss, Martina und Moritz. Das war eine der schönsten Kochsendungen, die ich jemals gesehen habe. Es gibt von mir für Martina und Moritz. Gerichte sind mir egal, die Performance stimmt. Und ich habe richtig Lust auf Weihnachten und eine pfiffige Kurzhaarfrisur. Für mein Mäuschen und mich. Und zwar am liebsten die gleiche. Macht's gut, frohes Fest, kommt gut hin und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ne? Reaction, Schmiaction. Euer Bömi. Bömi Army. Fröhliche Weihnachten.